So, hallo, grüß euch, willkommen zu einem M21 Draft. Ich habe jetzt schon länger kein Draft wieder mehr online gestellt und ich habe mir gedacht, bevor jetzt die Saison, August 2020, Saison endet, endet in 7 Tagen, habe mir gedacht, sollte man vielleicht doch einen Draft spielen, einen M21 Draft werde ich spielen. Und zwar einen primären Draft ab Z 2021. Token hätte ich noch. Goldmünzen habe ich auch genug. Wir werden aber 10.000 Goldmünzen ausgeben. Dann schauen wir mal. Jetzt mal uns an einen Draft-Tisch. Ich habe schon ein bisschen M21 habe ich schon gedraftet, aber nicht viel. Ja. Ein bisschen schneller könnte es gehen. Zeifein, bereit. Ich hoffe, alle machen mit. Sehr cool. Na dann, los geht's. Let me see die ersten Karten. So, was haben wir da? Tierschutzgebiet. Oh, schon lang nicht mehr gedraftet. Zugriff der Dunkelheit, das ist eine gute Karte. Das ist auch nicht so schlecht. Das ist auch nicht so schlecht. Das ist auch ganz gut. Removals sind immer gut, glaube ich. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug kannst du eine Kreatur deiner Wahl bis zum Ende des Zuges plus 2 plus 0 erhalten. Okay. Ja, ich glaube, wir nehmen das Zugriff der Dunkelheit. Gefällt mir am besten. So, was haben wir da? Spornetzweber, Reichweite, Fluch, sicher verblau. Immer wenn der Spornetzweber Schaden zugefügt wird, erhältst du einen Lebenspunkt. Und was? Dazu erzeugst du einen 1-1 grünen. Dann haben wir den selbstlosen Retter. Wir nehmen das Spinnelein, nehmen wir. Gut, so. Heiligtum der reichen Ernte. Legendäre Verzauberung Schrein? Ne. Ist nicht so meins. Golem, lege eine Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof unter deine Bibliothek? Nein. Ist das? Lauter Klumpert, hm? Ja, nehmen wir dann trotzdem den Schrein natürlich. Ist sicher nicht schlecht, dieser Schrein. Vielleicht oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Was haben wir da? Fliegend. Flügelpferd. Nicht-Kreaturen, Zaubersprüche kosten beim Wirken 1 mehr. Für einen Gegner, oder was? Ein Gegner deiner Wahl wirft eine Karte ab, aktiviert diese Fähigkeit nur zu einem Zeitpunkt. Ist zumindest eine Kreatur. Was haben wir da? Eine Kreatur. Todesberührung, Lebensverknüpfung. Ey. Kann sie erhalten. Das Pferd ist auch nicht schlecht, aber das ist ein One-Drop. Schauen wir mal, vielleicht braucht man, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Jetzt sind wir da. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug kannst du eine andere Kreatur opfern. Falls du dies tust, erhält der Schreckenskriegstreiber plus 2 und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zugs.
Nehmen wir, oder? Ja oder ja oder schwierig. Was haben wir da? Falls eine oder mehr 1-1 auf eine Kreatur gelegt würden, die du kontrollierst, werden statt jetzt so viele plus 1-1 Marken. Ich glaube, mit Dorian stirbt, erhältst du die Lebenspunkte stärker dazu. Ja. Ja, schon wieder, sind wir da? Immer wenn der Störrische angreift. Der Dinosaurier. Okay. Und dann zerstören. Na, ich glaube, ich bleib bei dem Zugriff der Dunkelheit. Zugriff der Dunkelheit hört sich auch gut an. Ja, was haben wir da? Du hältst 4 Lebenspunkte. Nee. Zerstöre ein Artefakt. Nee. Ich glaube, das Mana ist ganz gut. Oder den Prismit? Nehmen wir das. Das Mana. So. Luftstraßen-Scharfschützin. Mit einer fliegenden Kreatur deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Reichweite. Ich glaube, wir machen schwarz-grün, hä? Weiß nicht, ob das gut ist, schwarz-grün. Schwarz-grün, ja. So, was haben wir da? Vollstreckerin der Diebesgilde. Aufblitzen. Immer wenn die Vollstreckerin der Diebesgilde oder ein anderer Räuber unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, millt jeder Gegner 2 Karten. Solange es sich 8 oder mehr Karten im Friedhof eines Gegners befindet, erhält die Vollstreckerin der Diebesgilde plus 2 plus 1 und hat Todesberührung. Ist nett, aber leider nicht so sehr nett. Da haben wir noch einmal so einen Zugriff der Dunkelheit. Zweimal hätte ich schon. Gold, Gold, Gold. Was haben wir da? Knorriger Weiser. Hört sich gut an. Skelettbogenschützen. Ich glaube, ich nehme mal die fettere Kreatur. Was kann der? Naja, nicht so besonders, glaube ich.
Katze. Gut. Ich glaube, das mag keiner haben. Hm? Ich nehme das jetzt trotzdem. Das Martin-Spiel kommt mit 4 Karten. Okay. Hört sich gut an. Stinks. Ich glaube, das wird ein komisches Deck. Das wird ein komisches Deck, glaube ich einmal. So, was haben wir denn da? Okay, nehmen wir. Weiß zwar nicht, ob der gut ist. Ich glaube, die zwei Karten kann man, glaube ich, knicken, aber das schauen wir sich dann später noch einmal genauer an. Ich glaube, Zwang kann auch raus. Noch ein Zugriff der Dunkelheit. Okay, dann habe ich es jetzt da viermal. Warum nicht? Irgendwie fehlen mir die fetten Kreaturen, hm? Den Bogenschützen. Was haben wir da? Die unheilvolle Sense. Kommt mit einer Seelmarke ins Spiel, ja, nehmen wir. Irgendwie fehlen die fetten Kreaturen. Jolrael, na die nehmen wir schon mit. Die könnten wir vielleicht gebrauchen, immer wenn du deine zweite Karte innerhalb diesen Zuges ziehst, erzeuge einen. Müssen wir halt schauen, dass wir Karten ziehen. Also ich bin mir nicht sicher, ob man mit den Karten zumindest ein Spiel gewinnen. War das schön? Irgendwie. Wie oft ist denn die Karte in die Packs drin? Das ist ja Wahnsinn. Na schau, da haben wir was, oder? Was haben wir da? Stärke 4, der mehr kontrolliert, kann schlummernde Türen nur und angreifen, als ob er verteidigen würde. Nehmen wir aber trotzdem Todesblüten Talit.
Ui. Ui, ui, pfui, pfui, pfui. Es ist ja. Okay, es kann einmal raus. Eine Kreatur deiner Wahl erhält bis zum Ende des Zuges plus eins und entweder Todesberührung oder Lebensverknüpfung. So, was macht das? Immer wenn die Vollstreckerin der Diebesgilde oder ein anderer Räuber unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, mildert ein Gegner 2 Karten. So, da haben wir Räuber. Ziehst 2 Karten, nee, der Gegner wirft 2 Karten ab, okay. Der Kryptenlauerer, okay. Die Asmade, die mildt auch 4 Karten. 2 Karten und wenn, solange sich 8 oder mehr Karten im Friedhof eines Gegners befinden, erhält die Vollstreckerin der Diebgilde. Eines Gegners, okay. Oh, weiß nicht, ob das so gut ist. Wandtrop auf jeden Fall, lassen wir es einmal drinnen. So, aktiviert diese Fähigkeit nur zu einem Zeitpunkt, wenn du auch eine Hexerei wirken könntest. Ein Gegner deiner Wahl wirft eine Karte ab, okay. Ist auch nicht so schlecht. Die können wir auch rausnehmen, weil ich habe keine Kreatur mit Mana-Kosten von 6 oder mehr. Mit dem Schrein kann ich auch nichts anfangen. Blutige Maßlosigkeit ist gut. Gabe des Alchemisten kann, glaube ich, auch raus.
17 Kreaturen, ich weiß nicht. Ich glaube, die Asma, die schmeißen wir auch raus, weil die milkt mich ja selber nur. Das mag ich nicht. So, da kann man Bogenschützen rausgeben. Das kann der Zombies, die du kontrollierst, erhalten. Plus 1, plus 0. Zombie. Was haben wir da? Pilzwesen. Endchecksmeister. Okay. Zombie. Ja, Skelett, Vampir. Vielleicht noch irgendwo ein Zombie. Zwei Zombies sogar. Ich glaube, da ist es besser. Vielleicht nehmen wir doch noch so einen zweiten mit rein. Ich glaube, das ist zu teuer. Ich glaube, wir lassen das so. Fünf Grün. Okay, wir lassen das so. Schauen wir mal, was das bringt. Ja, dann gucken wir mal, ob wir ein Spiel zumindest mit dem Deck, mit diesen Karten gewinnen können. Ready for Player One, Wicket. Wiki. Gegner fangen zuerst an. Nimm zumindest zwei Mana. Aber
Ach. Es wird trotzdem ein Mulligan. Oh, das ist ja noch schlimmer. Okay, lassen wir das dann. Immerhin drei Sümpfe in der Starthand. Der Wandtrop war halt nicht schlecht. Nehmen wir auch einen Two-Trop jetzt, wenn es möglich ist. Ja. Er spielt drei Färbig. Lass ihn in Ruhe. Das ist mein einziger. Ja, wie gemein. So, hat man sowas überhaupt? Okay. Okay. Im Prinzip ist eigentlich egal. Fliegende Kreatur halt. Ja, das ist keine fliegende Kreatur, das ist wurscht.
auch nicht schlecht. Grünes Mana war nicht schlecht. Grünes Mana. Das grüne Mana fehlt ein bisschen. Tja. Okay. Auch nicht schlecht. Funktioniert ja so einigermaßen ganz gut, hm?
Okay, da ist der erste Sieg. Ja, war nicht so schlecht, glaube ich. Zumindest gut für uns, dass der Gegner aufgegeben hat. Diese Anspannung immer. Okay. So, dann schauen wir. Zweites Match gegen die Picts. Die Picts. Jetzt haben wir da Two-Drop, Three-Drop, ja. Grünes Mana fehlt ein bisschen, aber Removal haben wir auch. Das behalten wir uns alles. Das schaut gut aus. Noch ein Removal. Gefällt. Oder so halb Removal. Ich finde die Karten eigentlich. Okay, kriege den Rest. Der Schlamm, der gehört weg. Eindeutig. Es ist so eine lästige Karte. Sechs Karten, acht glaube ich braucht man für ziehe drei Karten. Okay. Ich hab sowas noch einmal. So.
Schaut ganz gut aus. Alles kommt darauf an, was er in seiner Hand hat. Was er für Karten in seiner Hand hält. Oh, ich hab's geglaubt, das war ein bisschen zu voreilig. Das war alles zu voreilig. Ein bisschen grünes Mana-Problem haben wir. Ultra gemein, aber hilft zumindest. Ich
Oh shit, naja. Schaden. Ach ja. Nicht schlecht. Hätte ich aber sicher besser spielen können. Reno One. Unser nächster Gegner. Wow. Ja, genau. Grünes Mana ist gut. Gegner wieder zuerst. Schwarzes war halt noch gut für unsere Dunkelheit. Zugriff der Dunkelheit. -4, -4. Ja. Rot-Weiß. Wow, wow, hallo. Hallo, wow, wow. So, ich kann nur grünes Mana spielen. Forest. Grün, Wald, Forest. Standardland. Sumpf. Oh. Alpiner Hundeführer, der macht seine. Was macht er eigentlich? Immer wenn der alpine Hundeführer angreift, erhält er bis zum Ende des Zuges plus X. Wobei X vielleicht die Anzahl an angreifenden Kreaturen ist. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Keine Blocks. Sind zwar 5 Schaden. Was war das jetzt da? Das war jetzt da mehr, oder? Plus 2, plus 0 bis zum Ende des Zugs. Okay. Ja dann, keinen Angriff. Ach, 3 Karten hat er noch auf seiner Hand. Der Gegner. Alpiner Wachhund, alpiner Hundeführer. Hallo.
Ein zweites schwarzes Mana war halt noch super, ha? Danke. Das ist ja nett. Die neue wie heißt das? Keine Ahnung. Das neue Set. Amonknet. Das ist. Von der Map her super, also gefällt mir echt gut. So, was hat jetzt unser Gegner eigentlich noch außer Länder? Übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle. Okay. Ja, coole Sache. Hat er gut gespielt. So, zumindest haben wir schon. Zumindest habe ich einen Sieg. Das reicht mir sowieso. Ironclad ist unser nächster Gegner. Ist schon wieder der Gegner zuerst. Na gut. Schauen wir mal, ob es das letzte Match wird. Würde mich jetzt auch nicht stören oder so unbedingt. Ich krieg schon langsam Hunger. Und wenn ich Hunger kriege, würde ich mir dann was zum Essen nehmen und zum Essen machen. Ja. Ja.
Endlich. Na geh komm. So ein Spielverderber. Wow, okay. So, und? Okay. Okay, eigentlich hätte ich es jetzt verloren, weil ich einen Blödsinn gemacht habe. Aber... okay, weil ich nicht aufpasst habe, aber zum Glück hat mein Gegner vorher aufgegeben. Okay. War ich schon leicht unkonzentriert, weil ich so viel Hunger habe mittlerweile. Aber ja, wir spielen trotzdem weiter. Unser nächster Gegner, Dai. Ich hätte ich Mono-Schwarz auch spielen können, ne? Ja. Behalten wir uns die Hand. Das schaut gut aus. Zwei Mana. One Drop, Two Drop. Und wir dürfen anfangen. Todesberührung.
Ah, der macht Todesberührung genau jedes Mal, wenn er Schaden macht. Wie? Immer wenn eine Kreatur mit Todesberührung, die du kontrollierst, angreift, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du hältst einen Lebenspunkt. Okay. Er traut sich trotzdem nicht angreifen. Okay. Der Schlamm.
Na, das kann ich nicht mehr gewinnen, oder? Kommt sicher noch. Ach so. Ach Gott, ja. Okay. Lass mal das. War nett. War nett. Dankeschön. Gut, so viel. Große Stufe 1. Ja, zumindest einen traf. Zwei Siege, drei Niederlagen. Nach langem mal wieder. Was kriege ich denn da dafür? Zwei Boosterpackeln, 250 Edelsteine, okay. Vollmonds, die nehmen wir natürlich mit. Und dann machen wir die Boosterpäckchen auch gleich auf. Dann schauen wir mal, was da drinnen ist. Ob ich neue Karten kriege. Ungebrochener Lebenswille. Raserei der Gebissenen. Auflodern. Teferi Schützling. Brausthauch. Avior Scharmeister, zurückdrehen und Chandras Einäscherer. Gut, und was haben wir dann noch im zweiten Booster-Päckchen vom Hauptset? Windböenkleider, trutziger Schlag, Bücherdiebin, Gefängnisfähre, eine häufige Wildcard. Sehr geil. Grimmiger Empath, alpiner Hundeführer und frecher Stichler. Gut. Somit, ja, war's das für den Draft. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Baba und pfiat euch.